So, da sind wir wieder. Fuck! Da habt ihr ganz knapp den Undertaker gerade verpasst. Wir wollten gerade anfangen. Wir haben jetzt 24, 48 Stunden gewartet, bis der Undertaker im Ring war. Aber Manu, wir haben ihn leider verpasst, ne? Ja, schade. Leider, tut uns auch voll leid. Aber ihr seid bei SmackDown vs. Raw 2007 angekommen mit Kevin Owens bei SmackDown in seinem ersten Job, und zwar als Ref. Das bin ich heute und dementsprechend bin ich sehr gespannt, wie der zu erledigen ist und wie überhaupt Stoffung ist. Wahrscheinlich drücke ich die ganze Zeit, mal sehen. Benoit gegen Undertaker, die sind in einer kleinen Fehde, und wenn wir 4-5 Siege uns holen in den nächsten Matches, Wochen, was auch immer, dann bekommen wir Chance auf einen World Title, sagt der Player, Teddy Long. So. Gucken. So ist nicht so wahrscheinlich. Aber anscheinend kannst du mitcatchen, wenn du magst. Ja, natürlich kann ich mitcatchen, weil ich mag. Käff hier mal ein bisschen aus. Wo geht's jetzt beide mit dem Stuhl nieder? Nee, ich wollte eigentlich bloß den Stuhl da hinlegen. Wollte ihm bloß ein bisschen Hilfestellung leisten, aber die werden ihn nicht benutzen, ist mir aber auch egal. Weil dann sieht es besser aus fürs Thumbnail. Sind das Pussys? Ich meine, ist ja ein normales Match. Die haben natürlich Angst, dass ich die Disqualifizierung einfach bloß provozieren möchte, ne? Ja, gut, aber. Alter, ich will mir nicht durchkommen, ne? Direkt auch. So. Guck mal, ein bisschen Chaos hier. Ja, gut, wie momentan das Bild bei mir so ist, dass ich entweder zum Ring bist und dann im Seil und dann draußen. So schlimm gerade mit den Legs, ja? War eben gerade, jetzt hat sich's wieder gefangen, aber es sah in dem Moment halt super aus. Ja. Warte mal. Und die Ringtreppe. Du, easy dub. Ich meine, jetzt brauche ich ja sowieso noch nicht eingreifen oder irgendwie was zählen. Mein Tagger holt jetzt hier besser Finisher raus. 100 Pro. Oder? Wenn er durchgeht. So. Also, können wir noch holen. Gut, als Special Red, es halt, steht einfach. Okay, ich darf jetzt zählen gleich. Soll ich Fast Count machen? Boots! Da! Ich zähl. 1, 2, 3. Wow. Was? Ich hab normal gezählt. Ich wollte noch mehr Stühle und Tische holen. Toll, Taker. Darauf haben die Leute jetzt 48 Stunden lang gewartet. Willst du mich verarschen? Ja, Undertaker-Match halt, ne? Versteht nicht. Gegen Benoit. Benoit. Hat man Benoit gesagt? Benoit. Bis 2011. Hey, Benoit. Meinst du, wir kriegen jetzt Ärger, weil wir irgendwas falsch gemacht haben? Nee, ich glaube halt, dass jetzt das Chris Benoit sich angepisst fühlt, dass der Undertaker halt gewonnen hat, weil er sagt, ey, du hast mich voll beschissen, und so entsteht dann die Fehde. Bin gespannt. So, hören wir mal rein hier. Ist es Chris Benoit? Nein, Tier Long, okay. Blair, I don't know what the heck you were thinking last week. Natürlich. But you landed yourself in a whole lot of hot water. All I asked you to do was to call that down the middle. But I guess the Undertaker didn't see it that way. Anyway, you've got the dead man mad at you. And that's like signing your own death warrant. He's asked for a match against you. Das darfst du schreiben. But here's the really scary part. No one's seen Benoit since last week's match. And I've got no idea what's going through Benoit's head. Good luck, player. You're gonna need it. Fucked up. Oh man. Also manchmal, ne? Manchmal. Undertaker says last week proved nothing. Also, es steht schon, dass Undertaker gewonnen hat. Natürlich war das entscheidend. Der Undertaker hat ihn voll gesquashed. So ein Quatsch. Oh Mann, ja, ich wette, wenn Chris Benoit gewonnen hätte, dann würde das anders aussehen. Weiß man nicht. Dann wäre wahrscheinlich trotzdem der Taker geworden, oder nicht? Nee, dann wär's. Also ich würde schon sagen, der Taker trotzdem gewonnen hätte. Geworden wäre. Also ich glaube, dass der Taker, dass dann mit Benoit, weil Benoit sich dann aufgeregt hätte. Nee, weil ich finde, ich hätte es gesagt hier, das hört sich für mich aktuell so an, als hätte ich. Och, ja!
Als hätten die irgendwie. Ach ja! Was denn? One-on-one gegen den Undertaker. Ja, wurde ja gerade schon gesagt. Lass mich doch auch trotzdem mal aufregen. Ja, mach mal. Ich würde gern. Nee, aber weil für mich hört sich das aktuell so an, als hätten die jetzt versucht, das noch irgendwie rumzubiegen, dass man trotzdem gegen den Undertaker antritt. Weil es bestimmt irgendwelche Cutscenes noch mit dem Undertaker kommen und sie nicht bestimmt für zwei Wege Cutscenes machen. Ja, okay, stimmt eigentlich. Gut, dann hau mal hinter, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier. Oh. Zwischenzeit, ich mach nochmal die Übertragung neu, dass vielleicht das Bild besser wird bei dir. Ja, hoffen wir es mal. Wäre halt ganz knorke. So. Gucken wir mal, wa? Die Ex. Ja, oder Shawnee. Oh, 5 Minuten wieder. Leute, wir sind 48 Stunden wieder. Nee, bis zum nächsten Mal, Leute. Ja. Tschüss. Jetzt haben wir andere Kommentatoren natürlich. Mike Cole und Taz noch damals? 2007 müsste es Taz sein. Ja. I can understand why Taker is angry. Thanks to the ref, the match didn't solve nothing between the dead man and the rabid Wolverine. Hm. Siehst du, das ist schon so vorsichtig formuliert, dass beide Matches gegen das Ganze gewesen wäre. Würde ich behaupten so. Leute, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare. Was ist eigentlich dein Lieblings-WWE-Kommentatoren-Du? You know, I thought I felt sorry for this man last week when he had to referee one of the Undertaker's matches. Cliffhanger. But now he's got to compete in one. Well, that's what happens when you try to play favorites as a special referee. Frankly, I'm not even sure that he played favorites, Taz. This could all be some sort of misunderstanding. But nevertheless, I guess we all understand now why no one else wanted to referee that match last week. Das erzähle ich euch in der nächsten Episode. Nein. Jim Ross und William Regal bei NXT. Okay. Ah, das ist schon geil. Fand ich super. Perfekte Kombination meiner Meinung nach. Ich fand William Regal super, wie er wirklich jeden over versucht hat zu bringen. Und Jim Ross callt halt alles super. Ja, stimmt schon. Und du? Jim Ross und Taz, wirklich. Haben die mal zusammen kommentiert? Die müssten meistens auch mal eine Zeit lang rumgeguckt sein, sogar zusammen. Okay. Ja, stimmt, da gab's. Ja, oder Ross und Heyman fand ich auch gut. Also Paul Heyman ist in jeglicher Form der Beste. Ich fand. Also, ne? Oder CM Punk alleine bei der einen Raw-Ausgabe. Ja, gut. Oder er war doch ein paar Mal bei NXT am Kontertornpult, ne? Ja. War auch sehr lustig. Punk konnte halt auch alles. Ja. Glaub, even at commentary, nobody can touch me. Ja, stimmt halt. Sorry, I break the fourth wall. Hey, Colt Cabana. Was? Hey, Colt Cabana. Ja. Kann ich los oder wolltest du einen Cliffhanger hier einbauen? Ich hab keine Ahnung, wegen der Zeit. Nee, wir sind 8 Minuten erst. Ja, gut, dann können wir es ja noch machen. Werde jetzt ewig schon wieder gemäht. Los geht's, Manu, los geht's! Mach doch, jetzt bin ich hier kick die ganze Zeit. Der ist OP. Ja, der ist op. Op. Guck mal, der alte Mann. Der alte Mann fällt immer zu Knie. Das funktioniert auch noch, ich fasse es nicht. Oh. Ah, perfekt. Und, ey, ja hier. Ich glaube, das ist der neue Taktik. Vielleicht kannst du eine neue Manu-Kombo machen mit dem Spinning-Heel-Kick und dann Spinebuster. Nee, ich glaube, das ist nicht möglich, weil ich reiße ihn ja immer dann direkt mit um. Ja, nicht immer, manchmal fällt er auch zu Boden, nur so halb. Ja, aber ich auch. Aber ich fliege ja auch zu Boden. Ja, gut, aber du stehst sehr schnell auf als er, würde ich sagen. Ja, außer er kontert mich, wie jetzt gerade. Wie gerade mit dem Drop to Hold. Chris hat schon hin, ich glaube da nicht. Ja, ich bin super. Ich darf meinen Fuß nicht irgendwie Andrücker lassen, das ist alles. Immer diese Referees, wer ist denn das überhaupt? Neil Patrick Harris? Nee, das sind Schauspieler, ne? Neil Patrick Harris ist ein Schauspieler. Das ist doch Barney. Aber der heißt doch irgendwie so ähnlich, der einen Nick Harris oder so. Ja, Chris Harris war ein Wrestler.
Leute, wie heißt der Referee der von SmackDown? Schreibt mal in die Comments. In die Com- Comments. Voll in- Schreibt es unten in die Kommentare. Oh, weißt du, wie und da, nun, wie der Kanal der Woche. Weißt du, wie scheiße damals war? Wenn man früher gesagt hat, drückt oben auf Abonnieren und dann hat YouTube das Design geändert und dann war das auf einmal unten. Ja. Oder irgendwas war doch auch rechts. Ach, rechts war die Beschreibung. Das war genauso scheiße. Ja. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr noch euch an die Zeiten erinnern könnt oder ob ihr die Zeiten miterlebt habt, als YouTubes Beschreibung noch rechts vom Video war und nicht unter dem Video. Oder die Sternebewertung. Ja, genau, also okay, göttlich Sternebewertung. Und gib dem Video 5 Sterne. Ja. Aber da muss ich mittlerweile ja echt sagen, ich am Anfang habe ich gedacht, Sterne waren irgendwie cooler. Aber mittlerweile muss ich echt sagen, es ist einfacher geworden halt, ne? Dislikes zu geben? Like oder Dislike, es ist leichter halt für den Videoproducer. Weil du weißt jetzt, also entweder mögen sie das Produkt oder eben nicht. Nice! Combo! so voll nebenbei auch noch. Ein bisschen ziehen noch, das ist Roadbreak. Oh, weißt du, wie ziehen geht? Ich vergesse das jedes Mal wieder. R3, hast du nicht belegt. Ja, scheiße. Also, da muss ich ihn einfach mal ein bisschen in die Mitte vom Ring halt holen. Na komm mal her, Decker. Ich meine, wenn du willst, dann kann ich auch schön eingreifen. So, jetzt Pin. Ja, perfekt, hast du gut. Oh. Hallo, Meister. Oh, ist die zweite Verwarnung schon, ich weiß. Ja, ist die zweite Verwarnung, nerv mich nicht. Kommt bei 1 raus. Zähl. Passt. 2,172. Manu, komm, tap out. Aber mal ganz ehrlich, ich hab den Taker echt gut im Schach, der Taker. Das klingt als Big Show. Der ist humaner als Big Show und Chris Masters. Ja, sind wir bei SmackDown. Ja, genau, SmackDown ist ja nur eine B-Show, sorry. Da war's ja. Das war schuld. Ja, gut, jetzt ist es. Komm, ein Quick Rappel noch und dann bist du wieder beim Finisher fast. Also, jetzt ist es. Jetzt. Okay. Combo oder was machst du? Ja, ich lass ihn erstmal aufstehen. Soll ich dir mithelfen, um ihn einigermaßen in Position zu ziehen, wenn es soweit ist? Ja, ich lass ihn erstmal kommen. Okay, dann mach einfach. Okay, hey, jetzt, okay, wenn der Position einigermaßen bleibt, dann klappt das. Okay, fuck. Nicht gut gewesen. Ich habe das Schafler manchmal gemacht, oder? Oh! Ja, gut, genau. Zieh mich halt am Kopf. Okay, jetzt könntest du direkt Finisher machen oder machst Combo? Na, dann war mal runter zu dir. Der alte Mann. Ja, Undertaker. Warte, jetzt. Ah. Das ist der Mann. Ich hab fast schon wieder einen Finisher übrigens. Der Mann! Jetzt ist er weg. Der alte Mann, Alter. Und, ja, komm, DDT. Mach ihn. Los, komm. Nee, verarscht er dich nur. Rope Break. Wo war ich denn im Seil? Aber ich, guck mal da. C. Ja, genau. Ich hab ein Loch in meinen Schuh gemacht und hab dann ins Seil gegriffen, vor allem. Ja. So. Ja! Du schaffst es! Jetzt! Ach, ist verloren. Ja, genau. Der ist ja weg. Verloren. Okay, jetzt aber. Storn. Okay, warten, bis er wirklich vor dir steht. Go! Oh. Oh, Mann. Was ich hab grad Dreieck gedrückt. Jetzt! Jawohl, nice. Und Cover direkt. Das ist der Sieg, glaube ich. Das muss der Sieg sein. Hallo, wir haben den Undertaker besiegt damit. Das ist schon krass. Der ist rot. Der muss besiegt sein. 2. Nice, Manu. Finish it. Not bad. Hätte noch 2 Minuten länger Zeit gelassen, hätte ich einen schönen Cliffhanger gehabt. Toll, danke. Was? Hätte ich 2 Minuten länger Zeit gelassen, hätte ich einen schönen Cliffhanger gehabt. Toll, danke. Ist kein Problem. Bin da sozial drauf. Ja. So. Wisst ihr, ich werde dann jetzt gleich wieder die Tote machen. Sagen sie nichts. Undertaker liegt flach. Wortwörtlich. Richtig, ja, sag ich einfach weg. Soll ich weitermachen? Ja, kannst machen. Kannst du machen. Dann mal ich.
Und Leute, dann sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode angelangt. Nicht vergessen, Super Friends könnt ihr werden. Tolles Angebot. Tolles, wirklich tolles Angebot. Der Manu kann es bestätigen. Super Friends aus Leidenschaft ist er. Das ist das Schönste, was es gibt. Schön, das gibt fast gar nicht. Dann, auf jeden Fall nicht vergessen, diese Episode einen Daumen hoch zu geben, wenn ihr Spaß hattet. Aber erstmal gucken wir noch kurz diese Katze an. What? I didn't sabotage your match. Fine. You don't scare me, dead man. Okada! Ach was, nein. I want a rematch, Taker, without your funky here. What? Bring it. Is that right? Ja, Onkel Taker. Title match, Taker. Just you and me. So leave your little punk out. Hey, what the hell? Get your damn hands off me. You are mine, dead man. In irgendeinem Spiel? Vielleicht ist es auch SmackDown vs. Raw 2007. Da wurde doch der Tod von Benoit prophezeit, ne? Keine Ahnung. Ich glaube 2007 oder so. Nee, ich meine, Taker hatte den prophezeit. Ich glaube, war bestimmt in dieser Storyline. Ich habe nur Screenshots gesehen. Ja, stimmt schon. Das ist halt heftig. Kannst du mir vorstellen. Nee, er hat auch irgendwie gesagt, auch seine Familie wird tot sein oder so im Spiel. Deswegen. War so krass. Aber das werden wir dann bestimmt noch mitkriegen, ob es hier war oder nicht. Leute, dann muss ich cool Ablong aus euch. Also, einfach zockt, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss. Tschüss.